Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Am Anfang möchte ich mich nochmal entschuldigen für letztes Mal. Da hatten wir einen kleinen technischen Defekt, aber Sie haben uns die Treue gehalten und vor allen Dingen haben Sie das Video von Wayne Morris dann in der Extra-Version geguckt. Vielen, vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß. Und jetzt ist sie endlich fertig, unsere neue Kids und Teens Show. Wir haben uns richtig Mühe gegeben, dass möglichst viele Kids und Teens mitmachen können. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Das Thema ist Rhythmus und jetzt zeige ich Ihnen mal, was hinter den Kulissen alles passieren muss, bis so eine Show fertig ist. Bitteschön. Also wir haben so circa vor einem Jahr angefangen, also Februar, März 2016 haben wir uns hingesetzt, da kam die Idee zu uns, dann mussten wir recherchieren. Wir sind jetzt weg von diesen richtigen Musikinstrumenten, sondern wollen ja hin, dass wir das so ein bisschen mit Alltagsgegenständen machen. Das heißt, die Tonnen kommen noch mit dazu. Besen, was haben wir noch? Besen. Rohre mittlerweile. Mhm. So eine kleine Percussion, Anfangsstartnummer oder so, das wäre auf jeden Fall schön. So richtig war Boom so eine ganz spontane Idee von unserem Director of Entertainment, Boris Brandt. Und der sagte zu uns, Mensch, er hätte ganz gerne mal so Live-Sounds auf der Bühne und hat dann das Beispiel gebracht, nämlich den Cup-Song. Also das heißt, dieser Song, der beziehungsweise wo Rhythmik mit einem Becher gemacht wird. Und da drumherum haben wir Boom quasi gestaltet. Es ist Musizieren auf Alltagsgegenständen, aber trotzdem ist es für viele eben noch einfach nur Krach oder unvorstellbar. Wie kann man damit Musik oder einen Rhythmus machen, der toll klingt? Und ich könnte mir vorstellen, dass das spannend ist für die Kids, aber eben auch für die Zuschauer zu sehen, dass da ganz tolle Rhythmen entstehen können und dass man eigentlich am liebsten selber mitmachen möchte. Eins, zwei, drei! Das heißt, sie haben ihre Instrumente und haben unterschiedliche Rhythmen. Also auch da, dass man den Kindern beibringt, aufeinander zu hören, wer schlägt wann. Und da einfach so ein Gefühl für Musik auf eine ganz andere Art und Weise wird diesmal beigebracht. Also wir sind hier in der Hamburger Dance Akademie und wir machen Musik mit Besen, Sticks und Müll. Das klappt immer. Das ist das Tolle am Trommeln. Und ich denke, die Jungs von Altona Percussion haben das auch sehr gut umgesetzt. Und aus Krach oder vermeintlichen Krach aus Alltagsgegenständen wird quasi Rhythmik. In der neuen Kids und Teens Show geht es um zwei Kinder, die sehr unterschiedliche Ansatzweisen haben, was Musik anbelangt in ihrem Leben. Charlie versucht immer wieder, klassische Musik zu machen und wird immer wieder unterbrochen durch Geräusche und die man so in der Großstadt findet. Besonders viel Spaß macht ist, dass sie einfach so frei sind. Die gehen einfach sehr offen an die Sachen ran, probieren auch einfach mal aus. Das ist nicht so, dass sie sagen, so, jetzt muss ich irgendwie Musik machen auf einem Eimer, sondern ich finde es auch noch spannend. Die nehmen so einen Eimer in die Hand und probieren auch schon von alleine aus. Und da mit denen dann zusammen zu arbeiten an diesen Dingen und diese Freude eigentlich noch mehr zu unterstützen, das ist halt das Schöne daran, dass sie da einfach so, so frei und offen an die Dinge rangehen. Unsere AIDA Vita war ja in der Werft und hat sich rechtzeitig für ihren Geburtstag am 4. Mai mal so richtig hübsch gemacht. Wir haben unsere Kollegen gefragt, ob sie uns mal erzählen können, was so alles passiert ist. Viel Spaß! Willkommen in Bremerhaven und heute mit AIDA Vita in der Werft im Trockendock. Mit dabei habe ich unseren Hotelmanager Christian Wohlfahrt, der weiß allerbestens Bescheid, was hier bei uns auf dem Schiff alles gemacht wird. Aber es stellen sich trotzdem immer wieder Fragen,
Wer ist denn an Bord? Ist die Crew an Bord? Schläft die Crew auch noch an Bord? Christian, wissen das? Ja, die Crew ist komplett an Bord. Wir haben alle Crew hier. Wir haben 614 Kontraktoren, also Fremdarbeiter an Bord, die auch hier schlafen. Alle Gästekabinen sind belegt. Es geht zu hier wie am Wechseltag. Hinter uns sehen Sie, dass der ganze Pool komplett neu gestaltet wird. Es wird eine neue Liegefläche für Selection erstellt. Die Bühne wird vergrößert. Da wird auch geschweißt, gehämmert. Unsere Waikiki Lounge wird komplett neu gestaltet zu einer schönen Chill-Out-Zone. Es kaum noch erkennen, aber da steht die letzte Flasche Champagner im Schrank, die wir heute Abend noch ausräumen in Wehmut. Unser Rossini gibt es nicht mehr. Das ist das Selection Restaurant. Wie Sie sehen, es ist alles Baustelle, alles runtergerissen. Hier entsteht das neue Restaurant mit neuen Möbeln, neuem Outfit, eine neue Speisekarte. Wir arbeiten Tag und Nacht hier, um Ihnen ein mega tolles neues Restaurant zu gestalten. Vom Pooldeck über unser neues Selection-Restaurant, jetzt im Photoshop. Hier wird auch einiges neu gestaltet. Wir bekommen neue Schränke, wir bekommen neue Geräte, Self-Service-Center, wie es so schön heißt. Es werden neue Ausstellungsflächen gestaltet. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir einmal durchs Schiff gegangen. Ich gehe jetzt in meine Kaffeepause und wir sehen uns Anfang Mai wieder auf der neuen, super gestalteten AIDA Vita. Und tschüss! Das AIDA-Perlerfieber steigt so langsam in uns allen hoch. Wir bereiten uns so richtig vor, unter anderem auch die Gastgeber. Die waren zur Schulung in Hamburg und haben Ihnen einen kleinen Gruß dagelassen. Bitte schön. Hallo liebe Gäste, wir sind Ihre Gastgeber von AIDA-Perler und grüßen hier aus der Entertainment-Zentrale in Hamburg. Nicht mehr lange und wir dürfen ein neues, wunderschönes Schiff in unserer Kussmundflotte begrüßen. Der Countdown läuft, wir sind in den Vorbereitungen und freuen uns ganz besonders, Sie bald auf AIDA-Perler begrüßen zu dürfen. Deswegen schicken wir ganz, ganz viel gute Laune hier aus Hamburg und sagen... Trotz der Sonne ist es hier wirklich noch richtig frisch, noch ein bisschen frischer, aber tausendmal schöner als in den Fjorden Norwegens. Und genau darum geht es in der Verlockung der Woche. Bitte schön. Wohlfühlen auf AIDA im Sommer. Das bedeutet, unterwegs zu sein gen Norden. Zunächst von Hamburg aus nach Bergen. Danach geht es nach Hellesylt und Geiranger, durch einen der schönsten Fjorde Norwegens. Weiter in Richtung Norden besuchen wir Åndalsnes, Molde und Trondheim. Auf dem Weg zurück machen wir noch Halt in Ålesund, Eidfjord und Stavanger, bevor wir wieder unseren Heimathafen Hamburg erreichen. Und zum Abschluss wieder die Bilder der Woche und diesmal hinterlegt mit einem Duo, das auf AIDA Stella war. Die machen Reggae-Musik hier mit einem Lied von Bob Marley, Emmy and Robert. Viel Spaß! Oh, I wanna love you. Of my sin.
this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Is this love?